Wir haben den Wagen mit Waffen nach Neu-Heoma geschickt. Danach machte er einen Bogen durch Stammheim und andere Orte, um Vorräte einzukaufen. Der kürzeste Rückweg führt durch die Schwarzauen und dann durch die Wildnis im Norden. Tuatado schüttelt den Kopf. Hier ist ein Händler durchgekommen, der sagte, sie hätten es bis nach Stammheim geschafft, aber seitdem habe ich nichts mehr gehört. Ich werde sie heil und gesund zurückbringen. Ich würde es trotzdem zu schätzen wissen, wenn du es versuchst. Wenn du mir zumindest die Vorräte zurückbringst, dann werde ich dir viel mehr anzubieten haben. Für den Anfang bekommst du gleich einen Rabatt und solltest du meine Arbeiter finden, so gib ihnen einen ordentlichen Schlag auf die Birne. So. Der Schmieds Lieferung. Tuatado, der Schmied von Golta, wartet schon seit langer Zeit auf eine Lieferung. Er sorgt sich, dass dem Wagen, der auf der östlichen Straße nach Golta unterwegs war, etwas passiert sein könnte. Tuatado hat mich gebeten, einen der Versorgungswagen der Schmiede Schwarze Hammer aufzuspüren, die Schmiede schon vor mehreren Tagen hätte erreichen sollen. Er vermutet, dass ich wohl in den Schwarzauen, die südlich von Golta liegen, eine Spur finden könnte. Gut, dann zeig mir mal deine Waren. Schön, dich wiederzusehen. Ich fürchte, wir haben noch immer wenig Waren, aber du kannst hier geil ausschauen, was wir hier haben. Ja. Das ist eine Pike leider. Und das ist eine Arbalest. Die habe ich, glaube ich, beim letzten Mal, seitdem ich sie gekauft hatte, das ganze Spiel über gehabt. Abgenutzter Faustschild. Eigenschaft Herald. Plus 5 auf alle Verteidigungen. Abwehrring, Schutzring, abgestumpfter Gürtel. Umhang des Entzugs. Das Ding ist nicht schlecht. Das beschwört einmal täglich ein Animat. Nein, ich will erstmal verkaufen. So, und zwar die ganzen kleinen Schilde brauche ich nicht mehr. Die ganzen Dolche brauche ich nicht mehr. Und die Beile auch nicht. Von den mittleren Schilden behalte ich nur das Metallene, das Rundschild. Bögen behalte ich auch mal ein. Kampfstab auch. Kolben brauche ich nicht. Xaurif-Speere brauche ich auch alle nicht. Und ich glaube, die Streitaxe können wir auch verkaufen. So, rüstungsmäßig. Haben wir hier eine gute Lederrüstung. Die anderen... Wow, nicht aus Versehen die verkaufen. Die anderen sehen so lala aus. Also verkaufen wir die. Einfache Kleidung brauchen wir eigentlich auch nicht. Und Fellrüstung können wir auch alle verkaufen vor den Glafantanern. Hier können wir sowieso alles verkaufen, weil uns das Zeug nichts bringt. Chaos-Fußschriftrolle behalten wir mal. Die Wolfspelze können wir beide verkaufen. So, ich kaufe mir von ihm das Seil und die Brechstange. Und Zutaten behalte ich auch mal alle. Weil die sind eigentlich auch nicht viel wert. Und wenn wir wirklich übermäßig viel Zutaten haben, können wir sie mal absetzen. So. Jetzt ist sein Inventory ziemlich voll mit Schnock. Aber dafür haben wir mehr Geld. I'm here. Und wir können mehr erreichen. Naja, gut. Das konnten wir auch vorher schon genug erreichen. Absolutely. Wir können jetzt auf jeden Fall mal weitergehen. Ich würde sagen, hier erstmal die Straße hoch und dann zur Mühle. Wobei, ich habe was vergessen. Ich wollte ja noch mit den beiden Gelben reden. Machen wir das noch, bevor ich drauf vergesse. Also ich werde wahrscheinlich erst bei Goldtal mit jedem reden. Dass ich die auch abgeschlossen habe und weiß, dass ich in Goldtal alle habe. Okay, erstmal zu dir. Du siehst einen Mann, der heimlich und alleine unter einer Reihe ungeschnittener Büsche kauert. Seine Augen sind auf eine ebenso wunderschöne wie schreckliche Delemgarn gerichtet, die mit halboffenen Augen ein Lied summt. Auf ihrer Schulter sitzt ein sanft trennender Vogel mit fantastischem blau-orangem Gefieder, was den Mann völlig entzückt. Die Beschaulichkeit der Situation wird durch das erschrockene Krächzen des Vogels zerstört, als der Mann zitternd und zögerlich aufsteht. Die Delemgarn lächelt ansatzweise und winkt ihn mit zwei zweigartigen Fingern zu sich.
Während er sich nähert, sagt sie kein Wort aus seinem. Während er sich nähert, sagt sie kein Wort. Aus seinem Mund aber kommen Geräusche der Ehrfurcht und Bewunderung. Neckisch und verführerisch wartet sie auf ihn und mit quälender Langsamkeit steht er endlich vor ihr. Dann ändert sich etwas. Sie sieht etwas schlaff von seiner Seite hängen und beginnt zu zischen. Ihre Finger sind plötzlich zu Klauen geworden und ihre Augen schwarz vor Hass. Zu seiner Axt oder seinem Zauberbuch zu greifen, dafür blieb ihm keine Zeit. Und kaum hat sie zugeschlagen, ist sie auch schon verschwunden. Der einzige Beweis ihrer Existenz, das zitternde Wrack am Boden. Er schnappt sich sein Zauberbuch trotzdem und beginnt zu singen, die Worte aber, Worte einer magischen Sprache, seiner eigenen Vorstellung, die er in wahnsinniger Kurzschrift hingekritzelt hat, klingen hohl und die Stille setzt sich unvermindert fort. Er dreht sich um und zuckt vor jemandem etwas mit den Achseln, aber wenn dort etwas ist, so kannst du es nicht sehen. Yes. Wollte er sie fangen für den Zoo, oder was? Also ja, eine Delemgard ist sowas wie eine Dryade, grob bezeichnet. Gucken wir mal bei ihm. Du siehst, wie eine Gruppe Abenteurer von Xaurips umzingelt und angegriffen wird. Dieser Mann ist bei ihnen, zeigt angesichts des Kampfes aber scheinbar Unbekümmertheit. Während er so inmitten seiner Kameraden steht und mit fast glücklicher Miene singt, scheint er gar vom Geschehen losgelöst zu sein. Seine Stimme ist mächtig und tief und donnert wie ein perfekter Gegensatz zum Chaos der Schlacht über die Kämpfer hinweg. Ja gut, Xaurips kann man mit Goblins vergleichen in anderen Spielen und Goblins sind in den meisten Spielen halt nur Kanonenfutter. Also hat er wahrscheinlich auch Erfahrung darin, mit Xaurips niederzumachen und freut sich deswegen so. Das Schlachtfeld ändert sich mit jedem seiner Sätze. Seine Verbündeten leuchten in blau posierendem Licht auf, das die Xaurips um sie herum einfriert. Aus dem Boden erhebt sich ein flammender Scheiterhaufen, der die Kreaturen zerschneidet und verbrennt und sie in alle Winde zerstreut. Einer der gefallenen Xaurips explodiert plötzlich, als drei riesige Maden aus seinem Körper krabbeln und die verbleibenden Feinde attackieren. Ja, also der Mann ist auch ein Sänger und das mit den Maden zum Beispiel ist auch eine Gesangsfähigkeit, die man lernen könnte. Völlig gefesselt von der Freude des Augenblicks singt der Mann weiter, bis schließlich nur noch eine der Kreaturen steht. Als sich der Mann ihr immer noch singend nähert, bleiben seine Verbündeten zurück. Er greift sich seinen Hammer und zieht ihn gegen den Xaurip durch. Sein Satz endet genau dann, als der Hammer den Schädel einschlägt oder mit dem Zauber unterbricht und sein Lied beendet. Ja, das finden manche Leute ja cool, wenn sie einen Kampf, ein Lied und einen Kampf gleichzeitig beenden. Kennt man ja aus manchen Filmen aus verrückten alten Schinken. So, jetzt haben wir aber auch die beiden mal erledigt. Wie gehen wir dann eigentlich weiter vor? Hier hoch, also hier hoch, dann zur Windmühle, dann in dieses Haus hier. Dann gehen wir wahrscheinlich hier runter, das Eck hier angucken. Ja, irgendwie werden wir das schon hinkriegen, Goldtal komplett abzulaufen. Weil ich will auch gucken, ob hier noch irgendwo Sachen auf den Feldern sind, die wir einsammeln können. Also ja, da bei der Mühle ist auf jeden Fall noch was. Wir können Goldtal auch noch in den Norden verlassen, dann kommen wir aber wieder in Talholz raus. Das brauchen wir nicht unbedingt. Ich habe übrigens auch immer herausgefunden im privaten Spiel, dass es unterschiedliche Varianten gibt, wie Kolsk auftaucht. Also das letzte Mal habe ich ihn bei der Windmühle getriggert. Ich will ihn mal versuchen, bei Aufras Haus dann zu triggern. Trommel, wir wissen, dass da drin noch mehr Getreide ist. Wir werden uns nicht mit ein paar Krümel zufrieden geben, während du dich an unseren Feldfrüchten frisst. Aus der Mühle
dringend gedämpftes Geschrei. Der erste von euch Suffköpfen, der durch die Tür kommt, kriegt eins zwischen die Augen. Svenor, die Götter seien meine Zeugen. Ich werde dich wie einen Hund zur Strecke bringen. Lass uns erstmal abziehen, Leute. Aber wir kommen zurück. Hörst du, Trumbel? Und wenn wir zurückkommen, dann wirst du uns einen fairen Preis bieten. Sonst werden wir mit dir abrechnen, so wahr uns die Flamme helfe. Ja, die gehen jetzt einfach an uns vorbei, ohne irgendein Wort. Die sind sich also zu fein für uns. Um Cordes Breite. Einige der Bauern in Goldtal behaupten, dass der Müller Trumbel Getreide zurückhalte. Die jungen Bauern sind aufgebracht und die Eskalation der Situation scheint wahrscheinlich. Die Spannungen zwischen dem Müller und einigen örtlichen Bauern scheinen den Siedepunkt zu erreichen. Dies zu untersuchen könnte sich lohnen. Der Müller hat sich in seiner Mühle verbarrikadiert und die Bauern sind vorerst in die hiesige Schenke gegangen. Mhm. Wir sammeln jetzt erstmal den Pilz hier oben auf, dann reden wir noch mit dem Müller. Und ich glaube, dann, wenn wir die Mühle verlassen haben, wird es wieder mal Zeit für einen Cut. Vor dir steht ein Elf, dessen ziemlich stämmiger Körper auf ein arbeitsreiches Leben schließen lässt. Sein Gesicht ist bleich und erschöpft, seine Augen weit aufgerissen. Hinter ihm tauschen ein Mann und eine Frau beide etwas jünger besorgte Blicke aus. Als du eintrittst, hebt der Müller eine Keule hoch, die in seinem schwachen Griff stark herumschockt. Raus mit dir, wenn dir dein Leben lieb ist. Moment, ich bin hier, um jemanden zu verletzen. Leg das lieber hin, bevor du dich noch selbst damit verletzt. Ich lasse mich nicht gern bedrohen. Ich bin nicht hier, um jemanden zu verletzen. Der Müller zögert und senkt dann die Keule. Moment mal, ich kenne dich. Du bist doch gerade erst im Dorf angekommen, oder? Sag bloß nicht, dass Fedor schon seine Krallen nach dir in dir versenkt hat. Bei den Göttern, das hat mir gerade noch gefehlt. Ich heiße Erwi und ich bin gerade erst in Goldtal eingetroffen. Trumbel schüttelt den Kopf. Du hast dir für deinen Besuch wahrlich eine schlechte Zeit ausgesucht. Goldtal hat man seinen ganzen Glanz abgekratzt. Es ist nur noch ein großer Scheißhaufen, für dessen König sich Svenor hält. Jetzt ist es nur ein großer Scheißhaufen. Sie sind samt und sonders verrückt. Ja, wer ist Svenor? Der Zwerg, der da draußen steht und unter den Dörfern Lügen verbreitet. Dieser Bastard ist schon seit Jahrzehnten hier und er ist im Laufe der Zeit nicht gütiger geworden. Der Müller zögert und senkt die Keule ein wenig. Wer bist du? Spannt Svenor jetzt noch Fremde in seinen kleinen Kreuzzug ein? Was können wir noch machen? Was ging's? Wer ist Svenor? Ja, gehen wir erstmal dahin. Und was ging es bei diesem Qualwall da draußen? Trumbel schüttelt den Kopf. Wo soll ich anfangen? Svenor hat sie fast zum Überschnappen gebracht mit seinem Gerede über die Getreidevorräte. Er behauptet, ich hätte den Großteil versteckt. Mehr als das Getreide zu verkaufen, mache ich doch gar nicht. Ich kann es nicht aus der Luft zaubern und es umsonst unter die Leute bringen, kann ich auch nicht. Ich bezahle die Bauern für die Ernte, die sie mir bringen, und ich verkaufe das, was meine Mühle produziert. Das meiste Getreide wird zu Ehl für die Schenke zum schwarzen Hund im Westen des Dorfes. Und daran haben Sven und seine Leute gar nichts auszusetzen. Hast du auf deinem Weg zum Dorf mal einen Blick auf die Felder geworfen? Die Ernte ist verdorben. Und damit vielleicht auch das meiste von dem, was mir die Bauern bringen. Trumbel gestikuliert auf die Säcke und Behälter. Es ist schlecht geworden, total durchgefault. Ich kann doch keine Spitzenpreise für verdorbene Weizen zahlen und ich habe kaum noch genügend Getreide übrig, um über die Runden zu kommen. Svenor heult Dinge nach, auf die er kein Recht hat. Scheint mir eine ziemlich geradlinige Geschichte für eine chaotische Situation zu sein. Wenn du nicht willst, dass die Leute mit ihren Fackeln hier reinstürmen, solltest du vielleicht aufhören, mich anzulügen. Vielleicht sollte ich mich dann mal mit Svenor unterhalten. Ja, eine chaotische Situation. Trumbel schaut böse. Es ist keine Erhältin. Schau mal, Svenor ist schon immer ein schäbiger Bastard gewesen. Da aber die Vorräte schon gering sind, sollte ich diese gute Sachen vielleicht für die Leute zurückhalten, die es verdient haben. Aufra zum Beispiel. Sie erwartet ein Kind. Soll ich sie stattdessen verhungern lassen? Wissen die Dörfler über den Getreidevorrat Bescheid? Trummel guckt verlegen drei. Manche ja, die Schankwirtin zum Beispiel. Es ist besser, nicht allen Sorgen zu bereiten. Ich werde schon bald für neue Vorräte einkaufen. Wenn wir es schaffen, dass bis dahin alles ruhig bleibt, sind wir aus dem Schneider. Die Schankwirtin? Trummel zuckt zusammen. Ich würde das Eliba nicht trinken, mehr sage ich nicht. Ich sollte mich mal mit Svenor unterhalten. Der Müller sackt fast vor Erleichterung zusammen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn du das tun würdest. Mir hört er ja nicht mehr zu, aber vielleicht hast du mehr Glück. Sag ihm, dass wir alle deswegen schwere Zeiten durchmachen, dass wir alle Opfer bringen müssen. Wenn du überzeugen kannst, werden wir dafür in deiner Schuld stehen. I'm here. Ja, die anderen beiden haben, glaube ich, nicht viel zu sagen. Mein Vater ist ein guter Mann. Er hat sich der Stadt gegenüber immer gerecht verhalten. Vater hat bestimmt kann bestimmt besser erklären, was hier gerade passiert ist. Ja. Gut, dann gehen wir mal wieder. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch hier die Treppen runter. Hier speichere ich meinen Spielstand mal. Das ist jetzt LP002. LP002. Speichern. Und dann mache ich jetzt einen Cut und wir sehen uns gleich wieder.